Leute, ich habe es ja früher geschafft, dass ich mit meinem Polo, mit dem 86C, mit dem alten, auf Treffen gefahren bin. Und auf der Treffen ist dann meine Karre verreckt und habe die dann am Platz reparieren müssen. Aber auf einem Grill-Event, dass man noch seine Feuertonne fertig machen muss, das ist dann schon der Hammer. Um was geht's denn bei dir genau? Um was geht's denn bei dir hier genau? Dass ich unten die Hähne einbauen kann. Die Kugelhähne noch? Jawohl, zum Belüften. Und da ist mein Bohrer nicht groß genug. Jo, stell dich doch hier mal vor auf meinem Kanal. Ja, ich bin der Heiko von Barbecue mit Heiko. Eigentlich ein ganz kleiner YouTuber. Er ist 5 Videos draußen. Ich komme nicht dazu, mir fehlt die Zeit. Ja, man sieht's. Ja. Jo. Der René hält schön tapfer das Fass. Ich halte von hinten gegen. Ich werde jetzt nebenbei noch ein paar Würstchen und ein paar Brötchen, Semmeln, Brötchen. Oh Mann, der Krach! Auf den Grill drauf wuchten, dazu haben wir meine Kugel schon angeheizt und die nächste glühen die Kohlen auch schon vor. Aus den Würstchen, der Rest liegt da drüben, ist ein bisschen mehr geworden. Was hast du mir da gegeben? Nierenzapfen. Nierenzapfen. Nur Löcher, doch keine Kugelhähne? Nein, die Bohrer machen schlapp. Die Bohrer machen schlapp? Ja. 24 mm ist Sense, ich brauche 28. Ja, da musst du halt fester drücken. Bisschen umrühren, dann geht das. Habe ich ja gemacht. Der hat eine Stufe, wo stumpf ist. Ja, das ist genau die ich jetzt brauche. Bei ihm aber auch stumpf. Ja, blöd gelaufen. Ja, schauen wir mal, die Löcher müssen einfach so zum Feuer machen. Jo, aber höher muss das Ding auf alle Fälle, weil dann hauen wir die Feuerplatte hier drauf. Das können wir gerne machen. Okay. Kein Problem. Weil groß. Ja, die Nierenzäpfle werden schon angeschnitten. Jo, hier wird jetzt fleißig schnabuliert. Und wie schmecken die Nierenzäpfle? Super. Ich war bei 4. Ihr müsst euch nachher eh alle noch vor der Camp vorstellen. Hab ich schon. Ja, dann werden wir auch schon beim dritten Gang den Würstle. Leute, haut's rein, das Fleisch muss weg. Wir haben gerade ausgerechnet, pro Teilnehmer 3 Kilo. Richtig, hast du gut gerechnet. Ja. Pro Tag. Wow. So, Freunde, es ist wieder ein Haufen oder Nachschub an der Leute gekommen. Und ich hau mir jetzt erst einmal so selbstgebastelte Kirschgeiß rein. Prost. Ja, danke an die Grillshow. Der Kirschsaft hat mich gerettet. Ja, und ich suche mir jetzt einen Freiwilligen, weil ich habe vom Core Heaven was geschenkt bekommen und der Freiwillige darf das jetzt dann zusammenbauen. Schauen wir mal. Leute, ich bräuchte einen Freiwilligen mit ein bisschen Bastelerfahrung. Wer meldet sich? Das bist du doch. Bastelerfahrung? Keiner bastelt so wie du. Ja, aber ich brauche einen Freiwilligen. Komm hier, ich gehe mal mit. Also. Wo müssen wir hin, Micha? Wunderbar. Wo müssen wir hin? Wir müssen bloß hier rüber, weil ich habe vom Core Heaven was geschenkt bekommen. Oh. Und das darfst du jetzt zusammenbauen. Der Edelstahl-Profi-Grill aus Österreich. Ja, so und ich habe gedacht, dass ich das nur anstecken muss. Ja. Oh, shit, also, ich stelle jetzt die Cam hin und dann filme ich einfach mit, wie er das zusammenbaut. Ja, super. Ja, genau. Bitte alle noch was gemacht, oder was? Thorsten, also, ich komme jetzt so alle Viertelstunde einmal hier vorbei, schalte die Cam ein und schau, wie weit du gekommen bist. Vielen Dank. Fang einfach mal an mit dieser Schutzfolie abziehen. Ja gut, da steht ja was drunter. Nee. Und dann nach Vorlage. Ja, welche Vorlage? Vorne drauf, ich zeig dir dann gleich, was es ist. Und ja, wir schauen halt nachher mal wieder hin, ob er irgendwie weitergekommen ist. Ja, das ist doch nicht. Ach, hier auch. Das müsste so 4-5 Meter noch sein. Ein heißes Gruppenspiel, was das hier ist. Ja, du, komm doch mit sowas vor. Ich fange als Einser an mit einmal Schäme mit 10. Er ist schuld. Er ist schuld. Tetris. Ist das Tetris? Eins ist schon fertig. Aber der sieht schon mal gar nicht schlecht aus.
Wunderbar, wunderbar. Micha, André Blechler, bist du doch prädestiniert für. Wir haben es geschafft. Eine Runde Applaus für Thomas und Heiko. Thomas? Wer ist denn Thomas? Thorsten, meinte ich. Ja. Ist doch wurscht. Fängt auch mit T an. Heißen eh alle Heiko, oder wie heißen sie hier alle? Lutz. Lutz heißen sie alle, ja. Also, sieht doch mal gar nicht so verkehrt aus. Na? So ein Anzündkaminburner werden wir auf alle Fälle noch austesten. Haben wir geile Steaks hier. Ja, so schaut es aus. Ja, jetzt habe ich einen Riesendrum mehr mit zum Heimschleppen. Macht nichts. Kriegen wir hin. Alles klar. Ja, Leute, danke fürs Aufbauen. Habe ich euch schon gesagt, dass wir jetzt ein Filet Bernardes machen? Oh, geil. Wo gibt's das? Beim Professor Taste. Kommt da raus damit oder müssen wir hinter dir? Hinter dir. Ah. Ja, unsere Vorstellungs- und Begrüßungsrunde muss noch etwas warten, weil es sind noch nicht alle Personen anwesend. Und ja, wenn, dann wollen wir doch, dass alle einmal vor der Cam vorbei hüpfen. Und deswegen warten wir damit noch. Ja, aber der Professor steht auch schon in den Startlöchern. Die Feuerplatte haben wir angeheizt und irgendwann demnächst geht es mit dem vierten Gang sozusagen weiter. Oder? Du machst dein berühmt-berüchtigtes Filet Bernardes? Genau. Möchtest du uns dazu noch mal was sagen? Ich würde einfach sagen, guckt, wie es gemacht wird. Eine total schnelle Sache, sehr preisgünstig und vor allen Dingen das Gute ist, jedem außer... Piep, piep, piep. Wir haben gerade einen großen Cut drin gehabt, aber jetzt sagt uns der Professor selber noch was dazu. Also, natürlich weiß ich, wie man eine Original-Sauce Bernays macht, aber der Gag dieses Gerichtes ist, dass man es eben auch in einem Dutch-Ofen oder in einer Pfanne über dem Feuer macht. Und wer hat schon einen Thermomix oder eine Bain-Marie dabei, um eine Sauce Bernays in der freien Wildbahn zu machen? Deswegen arbeiten wir mit einer fertigen Sauce Bernays und das ist die beste, die es davon gibt, das ist von Locull, also einmal Schleichwerbung sei erlaubt. So, das hat aber noch einen anderen Grund. Dieses Gericht muss einmal aufkochen und eine normale Sauce Bernays oder eine klassische, die eben aufgeschlagen worden ist in einem Wasserbad, die gerinnt ziemlich genau bei 76 bis 78 Grad, je nach Umgebung. Druck und Temperatur. So, das heißt, wenn wir es aufkochen lassen, das würde furchtbar blöd aussehen und auch gar nicht mehr so gut schmecken. Deswegen ist das das einzige Gericht, was ich je verfilme, wo ich ein Fertigprodukt nehme. Ansonsten ist bei mir immer alles hausgemacht. Alles klar. Danke für diese Info. Die hat nämlich in einem anderen Video ganz gewaltig gefehlt und deswegen wollte ich jetzt, dass das noch gesagt wird. Okay, damit Moment, aber... Eine Sache muss ich noch fairerweise sagen. Dieses Gericht, Filet Bernays, ist nicht von mir. Das ist ausgeliehen von einem guten Freund von mir. Deswegen liebe Grüße an Carsten Both und an Michael von Venatus. Das sage ich immer dazu, weil das ist auch eines der wenigen Gerichte, die nicht von mir sind. Deswegen liebe Grüße nach St. Bad Bockenen. Gut, dann legen wir mitten... Menü Nummer 4 war es. Einfach mal los. Für die, die pünktlich gekommen sind und nicht schon gestern, für die ist dann der erste Gang und die anderen hatten schon drei. Genau. So, Freunde, wenn wir unterschiedliche Videoqualitäten in dem Video jetzt haben, liegt es ganz einfach daran, dass ich den sogenannten Mini-Pringel noch dabei habe und die einfach jetzt noch in der Hosentasche lasse, um einfach zwischendurch einmal noch schnell zu filmen. Da brauche ich die große nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Was ist hier abgegangen? Die Hähnchen sind eingelegt, Spargel ist geschnibbelt. Hähnchen wird es dann morgen geben. Ja, und hier waren sie auch fleißig, haben sie auch noch geschnibbelt. Björn, du alte Saufgurgel. Das ist für Schatzi. So, was machst du da? Kirschgeist. Ja, so geht das nicht. Wie geht das dann mit Pilz? Das kannst du vergessen, kannst du wegtun. Der Typ ist sogar zu blöd, den Kirschgeist zu machen. Ja, woher soll ich denn wissen? Wo ist er dunkles? Bitte? Also runter. Dunkles Weizen, oder? Ein dunkles brauchen wir.
Nein, Hachen. Tiefer. Das ist gut, der Hachenburger wollen wir. Genau. Genau. Halt, halt. Ist das ein Kirsch? Ja. Das reicht. Der ist gut. Nicht ganz 250 ml. Gut. Ah ja, 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 ja. Wie viel haben wir da noch drin? Ja, ein Schlückchen kannst du rein tun. Okay, das reicht. Dann müssen wir echt beibringen, Kirschgeist zu machen. Und jetzt bitte mit Cola auffüllen. Also ziemlich genau, am besten schmeckt sie halbe, halbe. Komm. Ja, schon noch rein. Am besten ziemlich genau halbe, halbe, ein dunkles und Cola und halt einen ordentlichen Schluck Kirsch mit rein. Gut, da weißt du jetzt Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid. Und das darfst du jetzt selber trinken. Das hätte ich auch so getrunken. Gut. Aha. Wieder war jemandem was beigebracht. Ah ja. Hier auf der Feuerplatte geht's auch schon weiter. Hilfe, hier brennt. Ja, und der Gerrit, wo ist der Gerrit? Ja. Da ist er, da steht er ja. Was machst du da? Filme. Du filmst hier? Das geile Feuerspiel. Warte mal. Jetzt filme ich mal den Micha. Ja. Hallo Micha. Guck mal, der Tor zum Sonnenfilm. Geiles Teil. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Küchenteam, die mir so schön mit dem Parieren geholfen haben. Die sind sensationell. Wir könnten ja jetzt noch meine andere Cam einschalten. Wenn jemand probieren will, rankommen, probieren, essen. Ja. Der Junkie. Was soll das? Was hat ich eigentlich gesagt? Nee. Hier wird fleißig weitergewerkelt. Wenn du Fleisch probieren willst, Junkie, das ist da vorne. Kannst du den Zuschauern da vorne? Schon mal zeigen, ja? Okay. Also ich mache jetzt erst ein Pilzchen an. Dann hier ist die Kelle, da nimm ja einen. Ich habe meine eigene Kelle. Pilz einfach lecker auch umgewürzt. Ein lecker Filet. Aber das muss ich jetzt nicht probieren. Das haben wir ja nachher im Topf zu wenig drin. Jo. Spargel! Wir haben Spargel! Yeah, jawohl! Wenn wir Spargel kochen, sieht das so aus! Ja. Das ist dann sozusagen die Steigerung von der letzten Filet Bernandez, was er gemacht hat, dieses Mal mit Spargel. Was macht ihr mit der Feuerbrücke? Ich krieg den Gerrit. Falsche Richtung. Umdrehen. Gut, dann schauen wir doch gleich mal, was da unten abgeht.